Hallo und herzlich willkommen in Folge Nummer 6 von Unravel. Wir haben gerade die Bergwanderung abgeschlossen, haben jetzt schon so 4 solche Sticker und gehen jetzt einfach mal weiter. Zip. Zip. Level 1, die See und Gräser. Level 2, das Meer. Level 3, das Bärenmoor. So. Level 4 in die Bergwanderung. Oh, 5 von 5 Geheimnisse. Wir haben endlich mal jetzt abgeschlossen, komplett. Was ist das denn? Ja, so, Fliegzeug. Aber wir fliegen jetzt. Bisschen Schwung holen und dann gehen wir hier hoch. Auch hier gibt es noch nichts weiter zu sehen. Es ist halt die Frage, es werden ja nicht bloß 4 Level sein. Mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Okay. Eigentlich will ich schauen, ob ich da hinten auf die Bank springen kann. Kann ich grundsätzlich. Aber hier ist halt auch nichts. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Zip, zip, zip. Fliegen hier mal wieder hoch. Ist halt die Frage, wo es weitergeht. Die Bergwanderung hatten wir ja schon. Ah, da oben stehen noch Bilder. Und die nächsten 2 Level sind gesichert. Dachte ich. Und ein Loch. Ist das hier das nächste? Entgleist. Dann machen wir das mal. Okay, die nächsten 3 Level sind sicher. Also 3 Folgen wird es auf jeden Fall noch geben. Schauen wir mal. Das ist witzig. DK. Leute, die das sehen, die mich kennen, ist das wirklich witzig. Sehr süßer Zufall. So. Bahnschienen. Deswegen wahrscheinlich entgleist. Aber das klingt sehr... Also normal, wenn Dinge entgleisen, ist das eigentlich nicht so schön. Ah, okay, das DK passt dann doch nicht so schön, weil es ja anscheinend 2 Mädchen sind. Nein, gehen wir weiter. Aber es ist eine schöne Erinnerung. Eine kleine Schlange oder eine Blindschleiche, dann ist es natürlich keine Schlange, sondern ein Reptil. Das war natürlich jetzt doof. Also eigentlich hätte ich jetzt gehofft, dass man das hier quasi festbinden kann. Weil so bleibt, wie es ist. Achso, vielleicht sollte ich es dann auch oben festbinden.
Ah, okay, brauche ich glaube ich gar nicht. Okay, so. Wir machen das nochmal. Ich habe glaube ich das Rätsel-Lösung schon gesehen. Nämlich ganz schnell rüberlaufen und im Wasser sterben. Yep. Das Rätsel-Lösung nicht gesehen. Also nochmal weiter. Eine binden wir hier fest, das andere binden wir hier fest. Wir können hier durchgehen quasi. Und zup, zup machen. Das ist bloß ein Vögelchen, was du drauf hast. Wir binden uns hier mal fest. Weil dann... War das vielleicht sogar so gedacht, dass man sich da festbindet? Ich probiere hier gerade zu schwingen, aber er macht es halt nicht. Jetzt. Jetzt, dass wir irgendwie da hinkommen, aber. Ja, jetzt trinken wir, glaube ich. Ja, wir gucken mal weiter. Vielleicht gibt es hier was. Obwohl hier ist. Wenn wir wohl dieses Collectible nicht sammeln können. Da hat irgendwer auch was Schwimmendes hier drüben gesehen. Nee, hier gab es ja auch nichts. War ja bloß das Brett. Oh. Naja. Jani? Oh Gott. Ich glaube, ich weiß aber, wie wir hinkommen. Können wir hier noch mehr machen? Nee. Nein, 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 nein. Kann ich vom Speicherpunkt neu starten? Also ja, so funktioniert die ganze Geschichte. Ich muss jetzt einmal sterben. Ich will nochmal vom Speicherpunkt neu starten. Weil wir natürlich das Collectible haben wollen. Moment, ich muss ganz kurz was machen. Dass wir gleich weitermachen können. Jetzt. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben erstmal die falschen Tasten gedrückt. Ganz groß. So. Dann haben wir uns hier einen Knoten reingemacht. Knoten, da fällt mir der Spruch mit den Kojoten ein. Und was da so verboten ist.
Ach, wollte doch. Also ich wollte jetzt eigentlich, damit wir hier nicht so viel Garn verbrauchen, wollte ich jetzt grundsätzlich zurück. Damit wir nicht... Oh Gott, in die Prämisse kommt, dass wir zu wenig Garn haben aufgrund des Collectibles. Steht ja. Irgendwie sah das jetzt aber alles nicht so cool aus, wie ich mir das gedacht habe. Achso, das Collectible ist jetzt eh weg. Nur dünn. Also wir haben es ja gesammelt und sind dann halt hochgegangen. Ja, ich sehe das gar nicht. Ich gehe davon aus, dass wir halt irgendwie diese Schleuse hier hochkriegen müssen. Ja, man hätte jetzt hier wahrscheinlich auch so weiter gekonnt. Aber... da hätte man wahrscheinlich ohne dieses Holzstück, wenn man quasi dieses Rätsel nicht gelöst hätte. Ah, okay. Wir knoten es hier mal ran. Also man muss dieses Ding bewegen. Jetzt ist halt die Frage. Eigentlich ist ja Opa. Auf und in die andere Richtung, wenn ich mich recht erinnere. Aber es bewegt sich halt immer bloß. Kann es halt nur. Ihr seht das, ne? Dass sich das hier nicht weiter dreht. Nicht weiter drehen lässt. Falls ich gleich wechseln sollte, ist mein Controller leer. Dann müsste ich einmal ganz kurz Controller wechseln. Bloß dann hört er mich natürlich nicht. Wir entknoten uns hier mal. Ich bin jetzt hier wieder rüber. Ich gehe mal davon aus, dass das schon so funktioniert. Ach Gott. Dass wir halt einfach rüberspringen, oder? So richtig. Ich kann ja kaum pendeln. Man kann nicht hier pendeln. Und selbst das wäre wahrscheinlich ein bisschen runter, ein bisschen runter. Mutmaßlich ist das nicht genug, wenn ich hier fröhlich vor mich hin pendel. Doch, okay. Gut, 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 gut. Also ich gehe mal davon aus, dass man halt irgendwie, wie gesagt, mit dem Stück Holz auch weiterfahren kann. Hier ist ja noch dieses Collectible. Ah, zu tief, zu tief. Yep, haben wir. Wenn Jani jetzt nicht ertrinkt, sah das sogar relativ gut aus, was wir hier gemacht haben. Ziehen wir uns hier nochmal hoch.
Also es geht wohl um beste Freundinnen. Nicht um ein Liebespaar. Naja, kann ja trotzdem sein, dass eine muss ja nicht das mit dem anderen zu tun haben. Nicht weit genug gesprungen. Vielleicht muss ich auch pendeln. Yep, musste ich. Ach, eigentlich wollte ich da gar nicht. Ist hier irgendwas? Seht ihr irgendwas? Ja, sieht nicht da noch aus, ne? Ist hier ein Collectible wäre oder sowas? Ja, dann klettern wir hier wieder hoch. Mal was der macht. Schießen uns hier hoch. Also hier kommen wir nicht weiter. Unten kam ich glaube ich auch. Komme ich hier weiter? Ne. Dann müssen wir auf jeden Fall hier hoch. Aber mit Pendeln komme ich ja nicht so weit. Also muss ich hier irgendwie schon springen und dann halt in der richtigen. Ich sehe, dass das da oben hier jetzt Garn hat. Oh, gut. Gut, mein Garn hat sich glaube ich aufgebraucht. Und eigentlich wollte ich halt auch noch mal da hoch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich. Achso, das ist jetzt gerade noch nicht wieder gelöst. Okay. So. Wollte ich nicht grundsätzlich wollte ich. Das geht nicht mehr. Okay. Dann gehen wir natürlich. Hier hin. Ah, ist hier ein Boot. Fahren mit dem Boot. Das ist ein kleiner Garn, alles machen kann, ne? Wenn man den halt auch richtig steuert. Ich würde gerne da hoch, aber. Okay, das war mein Todesurteil. Okay. Also jetzt System verstanden. Oh. Warum? Also ich habe das System schon verstanden, wie ich es gerade gesagt habe, aber es ist. Das wird eine sehr interessante Passage werden, muss ich sagen. So, jetzt müsste ich von hier anfangen und springen jetzt hier rüber. Und das klappt auf jeden Fall, dass man hier rüber springt. Ziehen wir uns hier hoch. Und das ist Garn. Gehen wir jetzt hier weiter, würde ich sagen. Okay, da unten war noch ein Collectible, was wir natürlich jetzt erstmal einsammeln. Aber dann hat. Irgendwie dachte ich, wir fangen. Oh Mann! Deswegen habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier sofort runterfalle.
Also, ich will mal einfach probieren. Hier. Nee. Hält sich da auch nicht fest, also würde das nicht funktionieren. Knoten raus. So. Ich habe hier, glaube ich, kein Straffungsmittelchen auf unserem Dings haben, fällt er da halt einfach so runter und ich kann mich halt auch nicht wieder hochziehen. Also das hätte ich mich gerade probiert. Lassen wir mal den Knoten oben doch noch, sammeln noch das Collectible ein. So viel zu dem Thema. Eigentlich wollten wir hier den Knoten gerade lassen, damit wir uns dann hier wieder hochziehen können. Nochmal hier jetzt den Knoten rein. Wo springen denn dieses lustige Rad? Ich hoffe, es fällt nicht wieder runter. Das wäre jetzt doof gewesen. So. Und lassen uns hier einfach mal herab. Kann ich das? Also grundsätzlich geht das, dass ich mich einfach so herablasse. Das ist ganz schön herablassend. Aber ich sterbe trotzdem. Das ist natürlich dämlich. Aber wir haben das Collectible. Vielleicht ist es auch so gedacht, dass man immer wieder denke, dass ich hier oben anfange. So. Knoten. Knoten. Runter. Radziehen. Ja, jetzt habe ich mich gehalten. Aber eigentlich wollte ich da hoch. Seht ihr das Blinken? Wahrscheinlich komme ich da einfach noch nicht hin. Okay, ich scheine dieses Rad noch mehr zu brauchen. Okay, ich kann mich, kann ich mal probieren, ob wir uns darüber schnipsen können. Ne, okay. Dann klettern wir jetzt zurück. Dann will ich nicht so viel Faden verschwenden. Hier hoch. Weiter, weiter, weiter.
Es muss ja tatsächlich auch so aussehen, weil wir ja da hoch müssen. Dann müsste ich ja das Rad eher irgendwie da drauf kriegen, als dass wir es nicht da drauf kriegen. Ich glaube. Stay there. Bleibt das so? Okay, das ist dumm. Ich kann das Rad quasi nicht mitnehmen. Das Rad bleibt jetzt hier. Tschüss, kleines Rad. Ja, wir wollen aber noch nicht hin. Da wollen natürlich wie immer gucken, ob es noch ein Collectible oder ähnliches gibt. Offensichtlich nicht. Ich vermute, den muss ich damit hochnehmen. Knoten uns hier mal fest. Sonst gegebenenfalls, wenn ich das nämlich hierher schiebe. Wir können da quasi nicht runter. Okay. Wir müssen aber da hoch, deswegen... Hier bildet sich auch kein Trampolin. Ich muss halt irgendwie da hoch. Also, wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ich mach einmal meinen Timer aus, weil ich vermute, dass wir eh gleich am Ende sind. Also. Weil ich kann es ja nicht nach hinten schieben, wenn das da verbunden ist. Wenn ich das hier anknote. Jetzt hier noch einen Knoten reinmache. Das geht jetzt wiederum. Okay. Aber ich komme nicht hoch. Oh. Er zieht sich halt hier nicht hoch. Doch jetzt. Ha. Und du? Müssen wir irgendwie da hoch. Ah, okay. Das hätte ich jetzt auch tatsächlich nicht nochmal probiert. Also das wäre jetzt doof gewesen. Hier basteln wir uns wieder einen Sprung links. Hopp. Ich glaube, das ist hier das gleiche Prinzip. Sprung links. Und hopp. Ach toll, da ist wieder... Okay. Ja, aber wir sind schon relativ weit gekommen. Ich hoffe, ich muss das jetzt hier nicht nochmal lösen. Zip. Hochziehen. Knüppeln. Bringen. Fels lösen. Knüppeln. Knüppeln.
Hochspringen. Hochspringen. Krabbel, krabbel, krabbel. Hochziehen. Krabbel, krabbel, krabbel. Rüber. Rüber. Hoch. Schwingen uns noch da. Also die Folge wird ein bisschen länger als eine halbe Stunde. Aber ich habe ja gesagt, dass wir jetzt eigentlich so folgentechnisch, dass wir das halt pro Folge ein Level machen. Muss ich hier hoch? Es wirkte halt irgendwie so, als ob hier drüben auch noch was gewesen wäre. Ja, da oben ist halt auch was. Seht ihr das? Vielleicht kommen wir mit ein bisschen Schwung bis da rüber. Nee. Verwirrt mich natürlich, weil ich das halt auch gerne wüsste, was da oben noch wäre. Erkennen wir... Ne, das macht er wahrscheinlich eher nicht. Aber wir knüppern das hier ran. Und jetzt hier runter. Mit dem hier. Knüppern das hier ran. Wo? Ne. Bringt ja nichts. Achso, wir brauchen ja gar nicht, können wir ja auch noch den Knoten lösen. Weil wir hier oben verknotet sind. Das reizt mich jetzt natürlich grundsätzlich, zu wissen, was da drüben ist. Glaube ich, der größte Winkel, den wir hier machen können. Naja, wir gehen erstmal weiter. So, weiter geht's. Halt, haben wir hier nicht noch einen Knüppel dran? Ja, haben wir. Das wollen wir natürlich nicht. Vermutlich geht's jetzt hier gar nicht weiter. Dass wenn ich jetzt ganz oben bin und dann zurückgehe, dass das dann quasi das Loch voll ist und wir dann da hochkämen. Verstehe ich jetzt nicht. Ah, okay. Okay, hier komme ich nicht hoch, wie ich es gehofft hätte. Ich hoffe, das Level zieht sich wirklich nicht mehr so lange. Die Folge soll ja auch nicht ewig dauern. Ah, bevor wir das jetzt machen, ich muss das jetzt einmal nachchecken gehen.
Okay, ich kann nicht backtracken. Da war der Speicherpunkt, dann machen wir da auch weiter, okay. Ich hatte jetzt gehofft, wie gesagt, dass es halt vielleicht durch die ganzen Steine, die da runtergefallen sind, wir quasi an das eine Ding da noch kommen. Was da noch war. So dass man dann halt diese Schlucht überwinden kann, weil da die Steine drin lagen. Ich muss drauf landen. Ärgerlich. Ah, so wird die Folge natürlich noch Ewigkeiten dauern. Okay, immer einmal schwingen. Und vielleicht das sei ja auch ein bisschen. Und sie müssen halt Leute. So, dann machen wir das einfach nochmal. So, schwingen. Schwingen. Hier holen wir uns halt ein bisschen mehr Schwung, weil dieses obere Kabel ja so. Oh. Geduld ist eine Tugend. Ich hoffe übrigens, dass mir YouTube, dass diese, also dass es halt in Deutschland quasi erlaubt ist, dieses Spiel zu Let's Playen dem Grunde nach, beziehungsweise es auf YouTube hochzuladen. Ich hatte bei Ratchet & Clank so ein, zwei Probleme, die sind halt in manchen Ländern nicht verfügbar. Oh Gott. Weil da gewisse Stücke oder Szenen von den Besitzern, also die Rechte daran haben, in manchen Ländern halt gesperrt sind. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass diese Stücke, die hier sind, die halt gespielt werden, alle quasi nicht rechtefrei sind. Also ich finde es ja. Sondern eher halt nicht gesperrt werden deshalb. Nee, so scheint es nicht zu funktionieren. Die Folge wird länger und länger und länger. Gab es hier noch irgendwas zu holen? Okay, ich kann mich nicht da nochmal zurückziehen. Oh, eben hat gerade, glaube ich, mein Mikrofonkabel Geräusche gemacht. Zip. Wir klettern hier nochmal hoch. So. Hier kann ich ja auch nichts irgendwie mitnehmen oder sowas. Ja, das mit dem Folgen in Dingslänge hätte ich mir vielleicht überlegen sollen. Kann es ja nicht irgendwie festmachen. Reicht ja so, dass man es mit Hüpfen macht, aber jetzt gerade bin ich ein bisschen überfragt, wie das gehen soll. Naja.
Ich will mir eigentlich nur noch mal einen Sicherheitsgurt machen. Stehe, dass ich mich hier einmal festknute. Dann halt. Das sah ja gar nicht so schlecht aus. Quasi einfach mal schwingen, hochschwingen, weiter schwingen und loslassen. Okay, das war sicherlich nicht so gedacht. Gehe ich von aus. So, wir gehen einmal nach rechts, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Hier ist nichts. Dann gehen wir weiter nach links. Ah, ich habe die Vermutung. Hoch. Knoten drin. Obwohl. Könnte ja auch so reichen. Bisschen schwingen. Und dann hier noch ein bisschen schwingen. Okay. Eher nicht. Also grundsätzlich schon, aber das wollte ich jetzt gerade noch nicht. Nein. Oh Gott. Eigentlich will ich ja verstehe halt nicht, warum er das nicht macht. Schwingen. So. Klettern, klettern, klettern. Gucken einmal nach links. Hier ist nichts. Dann gehen wir weiter nach rechts, ne? Wie immer. Jetzt frage ich mich natürlich, warum. Also ja, es ist ein Bahnhof und so. Schlösser. Liebe Schlösser oder so. Damit hätten wir das Level geschafft. Ja, haben wir. Wir gucken uns noch das Fotoalbum an. Entgleist. Man kann sich ein Leben lang fragen, was am Ende des Weges liegt, oder man kann es selbst herausfinden. Es tut weh, jemanden gehen zu lassen, aber manchmal ist es auch notwendig. Ja, man sollte halt nicht so auf Gleisen umhereiern, ne? Schon gefährlich. Naja, nun gut, wir beenden diese Folge. Und sehen uns dann das nächste Mal zu Unravel. Bis dann. Ciao.